Die internationale Gemeinschaft sucht 2 Tage lang bei einem Gipfel auf Sizilien nach Lösungen für das Chaos im Bürgerkriegsland Libyen. Das Land kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Es gibt mehrere konkurrierende Regierungen. Eines der seltenen Treffen zwischen den großen Gegenspielern in Libyen, bei der Gelegenheit wackelt. Neben dem Chef der international anerkannten Einheitsregierung, Faiz al-Sarradesh, sollte eigentlich auch der im Osten des Landes herrschende General Khalifa Haftar anreisen. Die Erfolgschancen der Konferenz sind gering, nachdem viele wichtige internationale Spieler abgesagt haben. US-Präsident Donald Trump fehlt und der russische Präsident Wladimir Putin, aus der EU Emmanuel Macron und Angela Merkel. Auch die Vertretung der libyschen Führer ist schwach. Die Teilnahme von Commander Haftar, dem Mann, der den Osten des Landes kontrolliert, ist unsicher. Die Konferenz befürwortet den Syrien-Plan des UN-Sonderbeauftragten für Libyen, Hassan Salami. Er sagte dem UN-Sicherheitsrat, dass in Libyen 2019 Wahlen abgehalten werden. Ein Plan, der anders aussieht als im Mai in Paris vereinbart. Ein weiteres Hindernis sind Spannungen zwischen Italien und Frankreich im Umgang mit der Krise. Euronews, Palermo.